was macht die Rake aus als Instrument im Vergleich zu anderen Malinstrumenten, anderen Utensilien, die andere Künstler verwenden? Also wie ist sie anders zu handhaben? Welche Strukturen ergeben sich mit ihr? Welche Faktur? Das spielt ja natürlich für die Bedeutung der Werke dann auch eine große Rolle, ne? Ob man mit der Rakel arbeitet oder mit einem Pinsel. Das verändert natürlich auch immer gleichzeitig die Semantik der Bilder mit. Also die kleineren sind so etwa so, und dann gibt es aber welche, die sind 1 Meter groß, 1,50 Meter. Sehr häufig richten die sich nach dem Format der Bilder. Also man sieht ihn manchmal so eine Rakel über ein Bild ziehen, die genau die Höhe oder Breite des Bildes hatten. Also indem man das ganz streng, man macht auch sehr langsam die Rakel, dazu braucht man auch Kraft, häufig, also erst recht bei den großen Exemplaren, sehr langsam über die Leinwand schiebt und dann auch nur horizontal oder vertikal, bekommt das Ganze ein sehr berechnendes Moment. Er betont die Mechanik seines Malverfahrens.